Das Schlimmste an meinem Erlebnis war, betrogen zu werden. Das hat mich sehr, sehr verletzt als Mensch. In Liebesbeziehungen ist es oft so, dass man sich gegenseitig keine Freiheit gönnt, weil man Angst hat, den anderen zu verlieren. Bis wohin geht die Freiheit? Das ist auch etwas, was ich mich oft gefragt habe. Und ich habe dann ein Projekt mir ausgedacht und das Projekt hieß 5 Männer für mich. So, ich will jetzt 5 Männer parallel haben. Ich werde auch jedem die Wahrheit sagen, ich werde niemanden betrügen. Die Versuchsanordnung war so, ich habe mir tatsächlich eine Liste gemacht, wo ich mir aufgeschrieben habe, welche Sachen ich gerne mal ausprobieren würde. Zum Beispiel, ich möchte einen wildfremden Mann auf der Straße ansprechen. Der erste, den ich da kennengelernt habe, das war ja eine völlig verrückte Geschichte. Ich kann das bis heute nicht erklären. Ich kannte den Mann überhaupt nicht. Und dann bin ich auf den Zug gelaufen und dann hat er mich direkt auf den Mund geküsst.